behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. So, mit unserer 14. Bibelstudie ist das heute. 14 und das Kapitel, das wir lesen wollen, ist in Genesis Kapitel 7. Genau die Hälfte von 14. Ein kleiner Wegweiser, wie lange es dauert, um durch die ganze Bibel zu kommen. Wir haben jetzt die ganzen Vorbereitungen gelesen, wie so Gott bestimmt, dass eine Arche gebaut werden muss, wieso er die Menschheit vernichten will, welche Menschen er behalten will. Ich weiß noch, dass wir sogar das chinesische Schriftzeichen für Schiff oder für Boot angeschaut hatten. Das hatten wir ja letztes Mal im Internet sogar noch rausgesucht, dass es eben 8 Menschen in einem Gefäß sind. Ja, dieses chinesische Schriftzeichen, sehr spezial. Und wenn wir jetzt in der Bibel weiterlesen, dann geht das eigentlich im Kapitel 7. Das ist getitelt mit Noah geht in die Arche. So, und ich bin hier übrigens heute zusammen mit Bruder Viktor und Bruder Michael wieder damit bei. Ich denke mir, ich mache mal die Bibel hier nebenbei auf und dann können wir mal eben hier in das Kapitel gehen, in der Schlachter, Kapitel 7, und dann kann ich das hier mitlesen, dann kann man das auch am Schirm mitlesen. Das ist ja vielleicht ganz interessant. Das ist die Schlachter 2000 hier. Es gibt hier eine Referenz in der Schlachter, und zwar zu Matthäus Kapitel 24, Verse 37 bis 39 und auch im Psalm, 2. Petrus Kapitel 3, Verse 5 und 6. Da wird da auch drüber gesprochen. Aber in Genesis heißt es hier, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7 und 7, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde. 40 Tage und 40 Nächte lang, und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Das ist schon mal ein ganz interessanter Anfang, vor allen Dingen über bestimmte Zahlen hier auch mit bei. Wir haben nämlich von dem unreinen Vieh ein Paar jeweils und von dem reinen Vieh jeweils 7. 7 männliche und 7 weibliche. Er wird es regnen lassen 40 Tage und 40 Nächte. Und auch das ist eine interessante Zahl, für mich zumindest. Vielleicht hat ja einer von euch beiden da schon mal eine Bemerkung drüber. Ja, nur dieselbe Meinung wie du. Wir könnten jetzt da unendlich ausholen mit David, Salomon, der Wüste und so weiter. Also 40 ist ja immer so die Zahl der Prüfung, der Reinigung. Ja. Genau. Naja, du, der Reinigung geht ja erstmal eine Prüfung quasi voraus. Ne? Prüfung und Reinigung, ja. Ja. Kennt man ja unter anderem von den 40 Jahren, die Israel in der Wüste durchbringt, von den 400 Jahren, die Israel in ägyptischer Gefangenschaft verbringt, von den 40 Tagen, die Jesus in der Wüste verbringt. Und 4 ist schon eine interessante Zahl. Könnte man beinahe sagen, merkwürdig, dass Jesus nicht 4 Tage im Grab geblieben ist, aber 3. Ne? Mhm. Naja, gut.
Ja, dann lesen wir einfach mal weiter, ne? Wenn es doch sonst keinen Kommentar dazu gibt. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach den 7 Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Ja, da glaube ich, sehen wir alleine schon an Vers 7, sehen wir schon, dass es sich um insgesamt 8 Leute handelt. Also Noah, seine Frau, Noah und Noahs Frau sind 2, dann seine 3 Söhne sind 5 und die Frauen seiner Söhne macht dann 8. Richtig. Und ja, und Männchen und Weibchen gingen paarweise zu Noah in die Arche. Ja, waren also nicht 2 Männchen immer. Nee. Nee, und sie trugen auch keine Regenbogenfahnen. Genau. Als sie auf das die Arche gingen. Kam erst später. Ja. Mhm. Genau. Kleine Manöverkritik so reingespickt. Aber da sind schon wieder die 7 Tage dann, ne? Nachdem die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen, schon wieder 7 Tage. Also von zu Deutsch von oben, ganz, ganz oben ordiniert, 7 Tage. Deswegen konnte man damals zumindest noch relativ leicht erkennen, dass es dann von der richtigen Seite aus ordiniert worden ist mit den 7 Tagen. Ne? Später wird ja versucht, auch die Zahl 7 gerne auch der anderen Seite mal zuzuschanzen. Aber damals war es halt so, dass zumindest die Leute, die die Bibel weiter kolportiert haben mit mündlichen Erzählungen, wussten, vermute ich einfach mal, damals schon beim Hören sagen, aha, Moment, immer wenn die Zahl 7 auftritt, dann kommt das vom Schöpfergott aus. Das ist doch, glaube ich, die Zahl der göttlichen Perfektion oder sowas in der Richtung, ne? Die Zahl 7. Ich meine, ich habe mich da nie richtig mit Kabbala beschäftigt, aber... Ja, Kabbala ist ja auch kein göttliches System, ne, in dem Sinne, aber... Kabbala will nur sagen, dass das Zahlenkunde ist. Dass Kabbala natürlich von der anderen Seite missbraucht wird, ist eine andere Sache. Kabbala an sich ist nicht negativ, ne? Mhm. Nein, aber das ist halt, es hat einfach so im Prinzip, ich glaube, der Verständnishintergrund ist derjenige, wenn man jetzt hingeht und sagt, 7 ist dann die Zahl, die bedeutet dieses, 4 ist die Zahl, die bedeutet jenes und so weiter. Es ist im Endeffekt eine nicht eine Bildersprache, sondern da eine Zahlensprache, eine Symbolsprache, wenn man so will, damit daraus ausgesagt wird, welcher Befehl dem zugrunde liegt. Auch, dass es halt quasi Gott bestätigt sich da selber nochmal mit. Das ist vielleicht in dem Moment empfinde ich das so, als wenn Jesus sagt, Amen, ich sage euch. Also Jesus beispielsweise nimmt ja auch den Abschluss des Gebetes vorweg, um zu bezeugen, dass er derjenige ist, der die Vollmacht hat. Und wenn ich jetzt einen Befehl habe, der da lautet, du sollst 40 Tage, deine Zeit soll 40 Jahre betragen, zum Beispiel im Alten Testament kommt das öfter vor, oder halt die 7 Tage der Schöpfung oder die 6 Tage der Schöpfung und der 7. Ruhetag. Da ist ja in der ersten Genesis schon klar, was der 7. Tag ist. Der 7. Tag ist halt derjenige, der dazu bestimmt ist, innezuhalten, Ruhe zu halten. Und das ist der Tag zur Ehre Gottes. So, und wenn da halt im Alten Testament gesagt wird, das ist am 7. Tag passiert, oder das dauert 7 Tage, sprich, das wird am 7. Tag passieren, dann ist es ja auch ganz klar, dass dieser Befehl von demjenigen kommt, der halt auch die Schöpfung dazu verantworten hat und der diese Schöpfung da halt gebracht hat. Aber worauf ich hinaus will, ist die Geschichte, dass es versucht wird, bestimmte Zahlen in gewissen Kontext zu stellen. Ist ja interessant als Zusatzdeutung. Es wird aber mittlerweile in unserer dualen Welt so gemacht, dass wir hingehen und den Zahlen und auch den Symbolen gewisse Sachen zuzuschreiben. Und meiner Meinung nach verstößt das so ein bisschen gegen das zweite Gebot, weil man ja dann sagt, das ist eine heilige Zahl. Ja, da sträubt mir in mir schon alles. Aus dem ganz einfachen Grunde, Jesus Christus hat gesagt in der Offenbarung, da kommen wir ja ungefähr 34 Jahren zu, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte.
Ja? Und er, derjenige, der das Wort Gottes ist, der alles erschaffen hat, dem gehört auch jede Zahl und nicht nur die sieben. Das ist meine Meinung dazu. Also wenn da immer erzählt wird von wegen, ja, so die schlimmste Zahl ist dann die 13 zum Beispiel, und dann hat das ja im kabbalistischen, freimaurerischen und so weiter alles natürlich seine Richtigkeit und seinen Sinn, aber im Prinzip versucht man damit auch die Göttlichkeit Jesu Christi wieder wegzunehmen, denn der Herr ist in allem, der hat alles geschöpft, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, jedes Geschöpf. Ja, und egal was, es wird immer versucht, da etwas wegzunehmen, sagt dem Motto, ja hier, die 13 sind wir und wir sind die Ritter der Tafelrunde und wir sind dieses und so weiter. Ich halte das alles für Schmarrn auf ziemlich hohem Niveau. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also meine Meinung dazu ist, dass Gott selber ja mit Zahlen arbeitet. Er schafft die Welt in 6 Tagen, er ruht den 7. Tag. Das heißt, er schafft 7 Tage. Damit fängt es schon mal an. Wie du selbst sagst, er hat alles geschaffen. Ja, jeden Monat, jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, alles hat er gemacht. Das ist alles vollkommen richtig. Ich denke aber auch, dass er vielen Dinge eine gewisse Bedeutung beimisst. Sonst würden wir ja nicht immer wieder in der Bibel wiederkehrende Zahlen sehen. Wir würden zum Beispiel nicht die 4 in der Form von 4, 40, 400, vielleicht sogar 4000, weiß ich jetzt gar nicht, zum Beispiel wiedersehen. Die 12 hätte ja keine Bedeutung, wo Jesus 12 Jünger hatte, wo die 144.000 12 mal 12 aus dem Stamm Israels darstellen sollen zum Beispiel. Die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen, hat eine sehr wichtige Nummer. Übrigens, da habe ich dir ein Video geschickt von unserem niederländischen Freund Perry, der da eine ganz tolle Sendung drüber gemacht hat, über 666, und der das verbindet mit Kohlenstoff, mit dem Element. Das nämlich das 6, ich auch schon kommentiert habe, ja. Das Video, ja, das weiß ich natürlich nicht, dass du das kommentiert hast. Ja, alles gut. Ja. Also er meint ja, der Kohlenstoff hätte halt 6 Protonen, 6 Elektronen und 6 Neutronen. Und das wäre halt 666. Kohlenstoff liegt ja an der Basis allen Lebens in unserer Welt, wie wir wissen. Und natürlich ist es deswegen auch nicht weiter verwunderlich, dass der Teufel Kohlenstoff im Augenblick in aller Form auf dieser Welt verteufelt. Also sage ich jetzt mal, den Menschen madig machen will, ne? Ja, stopp, eigentlich heißt er jetzt wieder verteufeln, heißt er jetzt wieder auf seine Seite rüberziehen, für sich beanspruchen. Ja, also das, ich sage ja, es war ein bisschen unglücklich ausgedrückt, dass der Teufel alles verteufelt. Aber ich gebe dir ja auch recht in dem Punkt mit den Zahlen, dass natürlich die Zahlen eine göttliche Ordnung haben sozusagen, dass man also sagen kann, okay, die 7 Tage sind halt die Ordnung, und wir haben ja beispielsweise den Erdtrabanten, der in einer gewissen Periodendauer dann um die Erde schwirrt oder auch nicht, der aber dann zumindest seine Form in einer gewissen Zeit ändert. Und da schweift man jetzt alles viel zu weit ab. Für mich ging es einfach darum, dass nur der Schöpfergott derjenige ist, dem alles gehört und dem alle Ehre gebührt. Und naja, das Problem, also jetzt muss ich dich da mal eben unterbrechen, Michael. Du hast mich ja gefragt, was meine Meinung dazu ist. Mhm. Das Problem ist, dass die Gegenseite sich natürlich diese göttliche Ordnung nimmt und dann ins Umgekehrte verdreht. Wie sie das mit allen tut, wie sie das mit dem Wort Gottes tut, mit der Bibel tut, wie sie das mit der Lehre Gottes tut, das wissen wir ja. Alles, was Jesus gelehrt hat, dreht der Antichrist um 180 Grad und verkauft uns die Wahrheit als Lüge und seine Lüge als Wahrheit. Und natürlich ist es mit Zahlen ganz genauso. Wenn wir dann über die sogenannte Kabbala sprechen, über die Zahlenkunde, dann wissen wir, dass Gott mit vielen Dingen bestimmten Zahlen bestimmte Ordnungen verpasst hat. Ne? Wie wir gerade eben sagten, 4 ist die Zahl der Reinigung, der Prüfung, 7 ist die perfekte Zahl, deswegen gibt es 7 Tage unter anderem. Und die kommt ja so viel wieder, nicht? In Daniel 9 zum Beispiel, ne? 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt. Und wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? 7-mal, nein, sagt Jesus, 70-mal, 7-mal, um damit ganz deutlich zu machen, dass er die Erfüllung von Daniel Kapitel 9 ist und so weiter. Also Zahlen haben ja eine sehr wichtige Bedeutung in der Bibel. Das Problem ist halt, dass die Gegenseite diese Zahlen nimmt und dann sie natürlich gerne für sich missbraucht und
die wahre Bedeutung verschleiert, sage ich jetzt mal, von solchen Zahlen. Also während Gott dann zum Beispiel die Zahl 12 nimmt, als eine wichtige Zahl, wird dann zum Beispiel gesagt, ja okay, es wird 12 Jünger, aber Jesus ist der 13. und 13 ist die Zahl der Rebellion. Ja? Das lehren die ja. Die schaffen es immer wieder, die Dinge ins Verkehrte zu drehen oder ins Negative zu drehen. Das ist genau das, was Daniel bereits vorhergesagt hat. Ne? Der Antichrist wird aus Gut böse und aus Böse gut machen. Und das ist genau der Punkt. Deswegen will ich mich auch mit Zahlen gar nicht allzu sehr beschäftigen. Es fiel mir halt nur auf in dem kleinen Absatz, was wir jetzt gerade eben gelesen hatten, dass wir sowohl mit der 7 konfrontiert wurden, dass wir mit der 40 konfrontiert wurden, 40 Tage, 40 Nächte. Und das waren halt die Dinge, die mir nur auffielen. Deswegen wollte ich da einen kurzen Kommentar drüber machen. Aber mein Standpunkt ist, wie gesagt, dass Gott sicher eine Absicht mit bestimmten Zahlen hat, aber dass die Gegenseite natürlich das immer gerne verdreht. Und dann ist es für uns auch nicht immer ganz so leicht, um jetzt die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. Weil, wie gesagt, wenn man sich nicht mit Zahlenkunde zum Beispiel biblisch beschäftigt, dann ist das ja nur am Rande, dass man sich damit beschäftigt. Und dann ist es ganz leicht, natürlich hier in die Irre geführt zu werden. Das wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben. Ja, da wirst du mir wahrscheinlich... Noch... Ja. Ja, das ist so. Im Endeffekt ist es so, dass sich das natürlich auch in Symbolen widerspiegelt und auch in Zahlen widerspiegelt. Und es ist darüber hinaus so, dass natürlich dann andere Zahlen, die da nicht in der Bibel eine besonders signifikante Rolle spielen, dann von der anderen Seite benannt für sich eingenommen werden, um halt dann auch deren Anhänger quasi einen Code zu geben, wonach die dann genau wissen, aha, guck mal hier, das und das ist von der Gegenseite gemacht worden. Also Dinge, die beispielsweise an krummen Tagen passieren. Ich überlasse das jetzt alles mal der Fantasie der Zuhörer. Und Dinge, die halt auf ganz gewissen Graden passieren und so weiter. Und das hat sich über die Jahrhunderte, glaube ich, so ergeben. Allerdings muss man da jetzt im wahrsten Sinne des Wortes höllisch aufpassen. Denn es gibt beispielsweise auch einer der gefährlichsten Menschen, die jemals gelebt hat auf der Welt, namens Aleister Crowley. Und Aleister Crowley hat mal ein Buch geschrieben, das heißt 777. Und daran sehen wir, dass also auch diese Seite immer dreister wird. Es ist also nicht mehr so, dass die sich jetzt mit der 666 beispielsweise identifizieren wollen, sondern die gehen jetzt einfach den Schritt weiter und sagen, nö. Satan ist ja der Gott dieser Welt. Kommen ja später, viel später noch zu, im Korinther und im Lukas-Evangelium und. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, es ist heutzutage eben nicht mehr so leicht wie vielleicht vor der Sintflut, indem man jetzt einfach die Zahlen quasi in Gut und Böse irgendwo sortieren können und sagen können, naja, wenn es jetzt 7 ist, dann muss es immer halt vom Guten sein. Meiner Meinung nach ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Das wollte ich mal ganz dringend mal eben loswerden. Ja, die Gegenseite macht ganz sicher Gebrauch davon und gibt diesen Zahlen eben eine andere Konnotation, wie sie eben auch vielen Wörtern eine andere Konnotation oder Bedeutung gibt. Und das wissen wir. Da müssen wir uns halt nur bewusst von sein. Und das müssen wir dann eben auch, denke ich, mit einbeziehen, dass wenn wir Zahlen in dieser Bibelstudie erwähnen, dass wir dann eben auch sagen, das ist die wirkliche Bedeutung davon, wie wir jetzt zum Beispiel mit der 4, glaube ich, ganz gut festgestellt haben. Die 4 in der 4, 40 und 400, ne? Die 40 Jahre in der Wüste, die 400 Jahre in Gefangenschaft in Ägypten und so weiter und so weiter. Also die 4, die immer wiederkehrende Zahl. Und das ist ja jetzt hier im übernächsten Vers, Vers 12, kommt das ja auch vor, nicht? Weil wir lesen ja jetzt weiter, wenn ich das mal eben in Angriff nehmen soll. Im 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Hier finde ich zum Beispiel schon mal sehr interessant, was wir hier jetzt lesen. An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Also die Sintflut ist also nicht nur etwas, wo das Wasser von oben kam, in der Form von Regen auf der einen Seite, sondern vor allen Dingen, wo das Wasser auch gleichzeitig von unten kam. Das heißt, es gibt unglaublich viel Wasser unter der Erde. Jetzt nochmal eben die Frage an jeden Zuschauer und auch an euch beide.
wo wird uns hier in dieser Welt gelehrt, dass es in der Erde Wasser gibt? Was holen die Leute immer aus der Erde? Entweder Kohle, die sie jetzt in Deutschland stoppen wollen, den Kohleabbau, oder aber Diamanten und Gold und Erdöl in Bohrungen oder sowas. Aber Wasser? Habt ihr da schon mal von gehört, dass sie Wasser aus der Erde holen oder dass Wasser in der Erde ist? Sie lehren uns doch, wenn wir in die Erde bohren, dann kommen wir zum Kern. Der ist dann, also der Erdkern ist dann Magma. Je tiefer man geht, desto heißer wird das. Ich habe noch nie gehört, dass sie sagen, dass man da an Wasser kommt. Und also, hier steht jetzt in der Bibel ganz deutlich drin, in Vers 11, Moment, wo ist das denn jetzt hier? Alle Quellen der großen Tiefe brachen auf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt vielleicht, und dann lasse ich dich gerne ans Wort, Michael, und vielleicht hat Victor ja auch mal was zu sagen. Im zweiten Gebot, das wir nachher im zweiten Buch Mose, in Exodus Kapitel 20 lesen werden, da heißt es ja, du sollst dir keine Abbildung machen von irgendetwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Wo hören wir denn sonst noch von dem Wasser unter der Erde? So, bitteschön, ihr beiden. Ja, wenn keiner möchte, dann gehe ich mal. Also, wir haben Brunnen. Und ich weiß, dass wir Grundwasser in ungefähr 7 Meter Tiefe haben. Das ist aber nicht das, was hier steht. Hier steht ja der großen Tiefe. Also ich denke nicht, dass die große Tiefe sich auf 7 bis 10 Meter befindet, wo alle, die einen Garten haben, so wie wir, da ihr Brunnenwasser draus schöpfen. Es ist jetzt nicht so ganz einfach, jetzt gleichzeitig zu denken und zu reden und das auch noch zu wissen, dass es aufgenommen wird. Ich würde mich da gar nicht festlegen, wie es aussieht, denn es ist genau eben wie das zweite Gebot. Du sagst, was ich unter anderen Gesichtspunkten dann auch mal gerne immer hervorhole. Wir können gar nicht ermessen, wir können gar nicht wissen, wie es unten drunter aussieht, weil ich auch nicht glaube, dass es da in irgendeiner Art und Weise vernünftige Messinstrumente für gibt. Und ich glaube, dass viele Dinge auch den Menschen verborgen sind. Das heißt, es gibt so viele Sachen, wo wir wirklich an der Nase herumgeführt werden. Ich habe mal ein Video gesehen, wo in Russland, ich habe den Namen jetzt gerade nicht griffbereit, eine extrem tiefe Bohrung gemacht worden ist und angeblich konnte man da mit einem Mikrofon irgendwelche teuflischen Stimmen hören. Da ich selber jetzt mit Technik nicht wenig zu tun habe, habe ich da nur drüber gegrinst, welches Mikrofon da aus 500 Meter Tiefen oder Kilometer weiten Tiefen da irgendetwas hörbar machen soll, wo es dann gar nicht klar ist, welche Temperaturen da herrschen und so weiter. Wir bestehen eigentlich zu, ich sag mal, zu einem extrem großen Teil an Fehlinformationen. Und das wird sicherlich nicht mit unserem Firmament oben aufhören, sondern sich auch genau da weiter fortführen. Genau da, wo es der Gegenseite nützt. Denn es steht ja im zweiten Gebot geschrieben, sollst ja kein Gebot, kein Gleichnis machen oder Bildnis machen von allem, was oben im Himmel ist und unter den Wassern ist. Und von daher wird es da sicherlich nicht anders aussehen. Da gibt es interessante Sachen, beispielsweise von Jacques Cousteau, wenn man den mal erforschen wollen würde, dass er wohl der Einzige ist, der in einer extrem hohen Tiefe mal getaucht worden ist, getaucht war und dass es gar nicht mehr so heutzutage angeblich gar nicht mehr möglich ist, da etwas zu forschen. Ich weiß, da lauern jetzt ganz viele Leute, die da jetzt alles wieder nachgucken wollen. Ich habe im Augenblick meine Unterlagen heute Abend nicht bei mir, wo ich das alles vermerkt habe, deswegen ich kann es jetzt alles nur aus dem Gehirn wiedergeben. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders aussieht und wir dürfen eins nicht vergessen, der Großteil unserer Erde besteht aus demselben Element wie der Mensch, nämlich Wasser. Ja. So, und alleine schon da sehe ich ja allein schon darin, dass diese Erde eigentlich der bevorzugte Ort sein müsste, weil er dem Menschen am meisten entspricht. Nicht nur durch den Sauerstoff, sondern auch durch die Grundzusammensetzung dieser Welt, dieser materiellen Welt. Und wenn wir so viel Wasser haben, das kilometerweit tief herunterreicht, ich glaube, die tiefste Tiefe ist irgendwie über 10 Kilometer tief im Marianengraben irgendwo. Ja, 11, was Kilometer, ja. Ja, irgendwie so, ne? Genau. Dann lässt es ja auch nur den Schluss zu, dass es da vermutlich noch ganz viele sogenannte unterirdische Abflüsse gibt, beispielsweise,
ich wäre da überhaupt nicht verwundert, wenn das unter der Erde auch noch ganz anders aussieht, als uns weiß gemacht wird. Was mir bei dem Meer immer aufstößt, ist, dass eigentlich das ein Element ist, was uns am meisten entspricht und was wir eigentlich am wenigsten wertschätzen, weil Wasser ist für uns lebensnotwendig. Wir können ja ein paar Tage ohne Essen zubringen, aber kaum ohne Wasser. Und ja, aber keine 5 Minuten ohne Luft, ne, Bruder? Ja, gut, aber dass Wasser halt noch viel, viel wichtiger ist als Erde und deswegen also die Erde jetzt auch nicht den größten Teil dieses Planeten ausmacht, sondern der größte Teil unseres Planeten ist ja anscheinend Luft und dann kommt Wasser und dann kommt Erde. Schon interessant, ne? Absolut, ja. Ja, schau, wenn du deine Unterlagen diesmal dann nicht mit bei hast, dann ist ja auch gar kein Problem, dass wir dann nächstes Mal noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn du vielleicht bei deinen Unterlagen dabei wirst und dein Gehirn weniger anstrengen musst, als das jetzt der Fall ist, und dass du die Dinge dann raussuchen kannst für diese Studie. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bleibt uns eine Sache festzuhalten von dem, was du gerade eben gesagt hast. Also mir bleibt zumindest eine Sache ganz deutlich haften. Ob wir über den sogenannten Weltraum, das Universum, Space, wie auch immer man das nennen will, sprechen, oder ob wir über die Dinge sprechen, die sich unter der Erde befinden, wir sind immer, und das ist ausnahmslos so, das ist bei Michael so, das ist bei Victor so, das ist bei mir so und das ist bei euch, die ihr zuschaut, so. Wir sind immer angewiesen, die Dinge zu glauben, die uns erzählt werden. Und ich kann dazu immer nur sagen, wenn es nicht in der Bibel steht, dann kann ich den Wahrheitsgehalt dann nicht von bestätigen. Und wenn die Bibel sich über bestimmte Dinge ausschweigt, dann hat sie da einen ganz bestimmten Grund für. Der Grund meines Erachtens ist der, dass Jesus Christus gesagt hat, dass wenn wir dann im Königreich sind, ja, also wenn wir, nachdem er wiedergekommen ist und wenn Daniel seine Prophezeiung sich erfüllt hat, dass die Königreiche dieser Erde hier alle vernichtet werden. Und selbst wenn diese Erde vernichtet wird und dieser Himmel vernichtet wird und eine neue Erde und neue Himmel kommen, dann werden wir wissen, wie das alles entstanden ist und wie das alles ausgesehen hat. Und wir werden die Wahrheit erkennen, weil er sie uns erzählt. Das Problem ist, solange wir hier in diesem Leben sind und uns in diesem sündhaften Fleisch befinden, sind wir immer angewiesen auf die Lehren der sogenannten Wissenschaft, sind wir immer darauf angewiesen, was irgendwelche Institutionen uns lehren wollen, ob das jetzt NASA ist oder ob das die European Space Agency oder wie auch immer ist, oder ob das irgendwelche Unterwasserforscher sind wie Jacques Cousteau, oder wenn du angeholt hast oder wer auch immer. Wir müssen immer vertrauen, dass derjenige, der uns das erzählt, uns die Wahrheit erzählt. Da wir aber wissen, dass wir in einem antichristlichen System leben, wo Leute, die eine sogenannte Autorität haben oder sich eine Autorität anmaßen, sowieso notorische Lügner sind, ist es immer sehr schwierig, die Dinge richtig zu bestimmen und richtig zu verstehen. Ich meine, ich will jetzt gar nicht mal auf das Thema eingehen, dass heute die ganze christliche Welt spaltet, flache Erde, runde Erde. Aber zum Beispiel alleine schon das System, ob es überhaupt Satelliten gibt. Da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu. Die einen meinen, es gibt Satelliten, die anderen meinen, es gibt es nicht. Die einen meinen, es ist alles auf der Erde, deswegen brauchen wir so viele Antennenpfähle, also Antennenmasten und sowas für die ganzen Dinge, wie zum Beispiel jetzt auch 5G und sowas. Und es wird uns immer so viel Mist verkauft. Wir wissen gar nicht, was es wirklich ist. Aber was wir hier aus der Bibel wissen, ist, dass es anscheinend in der Tiefe der Erde Wasser gibt. Und zwar Wasser von einer solch ungeheuren Menge, dass wenn die Erde aufbricht und diese Wasser loslässt, alles das, was wir hier auf dieser Erde an Landmasse zu der Zeit, wo die Sintflut losbrach, hatten, komplett bedeckt wird. Und zwar durch das Wasser von unten zusammen mit dem Wasser von oben. Und über das Wasser von oben hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, im Zusammenhang mit den Videos von Kent Hovind, die man sich ja auch mit, ich glaube, Deutsch untertitelt auf jeden Fall. Ich glaube sogar teilweise Deutsch mit einem deutschen Übersetzer oder sowas angucken kann. Also seine Kreationsseminare, seine Schöpfungsseminare, die sehr interessant sind, wo er davon spricht, dass es wohl eine, nach der Scheidung der Wasser, wie ja Gott in Genesis 1 die Wasser geschieden hat, wohl ein, wie er es nennt, Kanapé gibt, wohl aus Eis, der auch eben dafür gesorgt hat, dass die Sonne einen ganz anderen Effekt auf der Erde hatte, weil das durch das Eis, durch das Wasser geschieden ist, als heute, andere Strahlung und sowas da war.
dass dieses Eiskanapee runtergekommen ist. Nicht nur Regen, aber Regen auch, weil es gab ja, vor der Flut hat es noch nie geregnet. Ne? Man muss sich das mal vorstellen. Noah hat sich da auf das feste Land hingestellt, hat da eine Arche gebaut. Die Leute sagen, ey, was bist du bekloppt, baust du hier mitten auf dem Land ein Schiff? Wofür denn? Und konnten sich gar nicht vorstellen, dass das Schiff eben anfängt deswegen zu schwimmen, weil es eben auch regnet, weil es gab bis dahin immer nur Tau, der aus der Erde kam. Muss ja auch irgendwo dieses Wasser herkommen, ne? Steht auch im ersten Buch Mose ganz deutlich beschrieben. Es hatte noch nicht geregnet, niemand war da, um den Boden zu bebauen. Es kam aber der Tau aus der Erde, das heißt, die Feuchtigkeit kam aus der Erde, nicht von oben. Dass es von oben kommt, das kennen wir heutiger zum großen Leidwesen vieler Menschen in England und Deutschland und auch hier in Belgien. Das ist manchmal ein bisschen vieles, was da von oben vom Nass kommt, was ja gar nicht so schön ist. Davor hat es halt noch nie geregnet. Der Punkt ist doch im Grunde, dass wir immer angewiesen sind auf Spekulationen. Wir wissen nicht, was im sogenannten Weltraum los ist. Wir wissen nicht, was oben ist, wo die Luft so gesagt aufhört. Und wenn wir in den sogenannten Weltraum was gehen, was da los ist. Wir wissen nicht die Abstände. Wir wissen nicht, ob der Mond vielleicht nur ein paar hundert Kilometer von der Erde weg ist oder vielleicht sogar noch näher dran ist. Wir wissen nur, dass das Antichristensystem uns erzählt, wenn du zu irgendwelchen Sternen willst, dann bist du Lichtjahre am Reisen. Ja, natürlich machen die das so, weil wir sind ja auch unsignifikant auf dieser Erde. Wir sind ja so unwichtig, weil wir ins Nichts fallen mit unserem kleinen blauen Planeten, der irgendwo am Rand des Universums mit 66.000 Meilen die Stunde, also 100.000 Kilometer pro Stunde, da irgendwo rumfliegt und sich um alles Mögliche dreht. Aber wenn man sich das ganze Universum, wie Sie sagen, anguckt, dann merkt man erst, wie unwichtig die Erde ist. Und das ist genau im Gegensatz zur Lehre Gottes. Bei Gott ist die Erde und ist der Mensch ganz, ganz wichtig, steht an allererster Stelle. Gott ist der Mensch so wichtig, muss man sich mal vorstellen, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn man diese andere Lehre damit beinimmt. Und das Problem ist, dass wir eben immer nur diese andere Lehre haben und dass wir uns immer darauf beziehen, was haben wir in der Schule gelernt, was haben wir bei Terra X geschaut, was haben wir bei Lesch geschaut oder die Leute, die da im Fernsehen so, ja, ich erwähne den jetzt mit Absicht, Michael. Ich gucke den nicht, aber ich habe davon gehört. Was lernen wir denn von den Leuten? Was erzählen die uns denn? Die erzählen uns doch immer nur Humbug. Wir können es nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob tatsächlich in 5 Kilometer Höhe oder 10 Kilometer Höhe das und das da passiert. Ich bin da noch nie gewesen. Ich bin auch nicht 2 oder 3 Kilometer tief in der Erde gewesen. Ich weiß nicht, ob das da wirklich so warm ist und wenn das da so warm ist, warum. Oder ob ich da irgendwo auf Wasser stoße. Und ich wüsste auch nicht, warum die Erde einen flüssigen Kern haben soll. Das ist ja auch nur wegen der Evolutionstheorie so. Und die Evolutionstheorie ist ja auch nur basiert auf Glauben. Das ist ja eine Theorie, das ist ja eine Glaubenslehre. Das ist ja genauso eine Religion wie alle anderen falsch gemachten Religionen. So, und jetzt habe ich 10 Minuten hier rumgerapelt und jetzt könnt ihr bitte mal wieder gerne was sagen. Aber ich finde, dass immer wir angewiesen sind auf die sogenannte Expertise von sogenannten Experten, von sogenannten Menschen, die meinen es zu wissen, weil die so lange studiert haben. Ja, und das Einzige, was die Bibel dazu sagt, zum langen Studieren, sagt ja, ein Leben lang lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die eben in der Bibel steht, weil die lernen alles, außer die Bibel. Und sie lehren uns alles, außer das, was in der Bibel steht. Ich teilte die Bibel einfach für ein Bedienungsbuch für dieses Leben. Da steht letzten Endes das drin, was wir brauchen, um den Weg zu Jesus Christus zu finden und auch den Weg, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen und dann auch der Weg, wie wir beispielsweise mit der Natur, mit den Tieren und den Pflanzen umgehen sollen. So, da stehen eigentlich die relevanten Dinge drin, die wir brauchen, zum Gesundbleiben, zur geistigen Weiterbildung und zur Weiterreichung unseres Wissens für die nächste Generation oder die nächsten Generationen. Das ist das, was da drin steht. Und da wird natürlich alle Anstrengung übernommen und es mit allem möglichen anderen falschen Kram nicht nur vom Weg abzubringen, sondern uns die Zeit zu klauen. Denn das, was wir hier haben, ist am wertvollsten, das wir haben, ist unsere Gesundheit, unsere geistige Flexibilität vielleicht auch noch, aber eigentlich auch die Zeit, die wir haben. Und die wird uns natürlich eingeteilt von diesem antichristlichen System. Ihr müsst dann und dann aufstehen, ihr müsst dann und so viele Stunden lernen, dann müsst ihr Hausaufgaben machen, dann müsst ihr Prüfungen schreiben, dann müsst ihr diese ganzen Sachen auswendig lernen. Und auswendig lernen hat eben genau mit Transferdenken nichts zu tun. Jemand, der jetzt besonders gut ist in der Sprache, kann nicht unbedingt gut rechnen. Jemand, der unheimlich gut in Naturwissenschaften ist, kann eventuell mit Menschen nicht umgehen.
Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Fachleute für alle möglichen Gebiete, aber da sind halt ganz wenige Menschen dabei, die mal fachüberschreitend kausale Zusammenhänge knüpfen. Und das ist eben genau das, was in der Schule eben nicht gelehrt werden soll und nicht gelehrt wird. Und deswegen sollen wir möglichst viel Zeit verschwenden, damit auch keiner die Möglichkeit hat und keiner mehr die Zeit hat, um eine Bibelstudie zu machen. Das ist doch eigentlich der Sinn, der dahinter steckt. Oder sehe ich das falsch? Nö, ich stimme dem zu. Und deswegen, also, wir kriegen hier das beigebracht und das offenbart sich jetzt hier in dem Wort so, dass wir da jetzt wissen, okay, das, was wir wirklich wissen wollen, kriegen wir mitgeteilt. Und das, was da nicht drinsteht, da sollten wir zumindest sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir dann Informationen von irgendeinem Menschen bekommen, von irgendjemandem bekommen. Ich gebe mal eben zu bedenken, dass ich immer so ein bisschen Zweifel habe. Ich habe auch durchaus mit Professoren zu tun. Allerdings sind die dann auch auf ihrem Gebiet dann ganz toll, also beispielsweise Gebiet der Physik oder Gebiet der Mathematik. Aber wenn ich mit denen über andere Dinge spreche, dann kommt dann plötzlich, dann ist die Luft da raus einfach komplett. Ne? Und deswegen glaube ich, die Leute brauchen diese Experten, weil sie selber nicht mehr so dieses Allgemeinwissen vermittelt bekommen. Und ich denke, ein gutes Allgemeinwissen ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich also weiß, wie ich mich beispielsweise mit Naturheilmitteln, mit Kräutern, mit Pflanzen, mit solchen ganzen Dingen gesund halten und gesund machen kann, dann brauche ich nicht zum Arzt zu laufen und bin nicht wieder von irgendeinem Menschen und seiner Meinung abhängig und von der Chemie sowieso nicht. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte halt möglichst versuchen, sich breit aufzustellen und gutes Transferdenken zu haben und sagen, Moment mal, das könnte zwar sein, aber das und das stieß es dann wiederum aus. Und zu dem Professor mal eben kurz gedacht, bei dem Professor, der Professor ist kein akademischer Titel. Das heißt, um Professur zu bekommen, muss ich eine Ernennung haben. Aber ich kann auch eine Professur honoris causa, also ehrenhalber haben zum Beispiel. Kann ich mit dem Doktor auch. Einen Doktor auch, ja, aber eine Professur heißt nicht, dass der Professor jetzt mehr Ahnung hat als irgendein Doktor oder der Doktor jetzt mehr Ahnung hat als irgendein normaler Arzt zum Beispiel oder normaler Mensch, der eben keinen Doktorarbeit geschrieben hat und keine Professur an einer Universität hat. Professor wird man doch, dachte ich, wenn man auf der einen Seite praktiziert und auf der anderen Seite noch lehrt, also diese zwei Dinge hat, also zum Beispiel ein Doktor, der zum Beispiel jetzt im Krankenhaus einen Job macht, und der daneben dann noch an der Universität zum Beispiel lehrt. Das ist dann Voraussetzung für einen Professor zu werden, oder bin ich da verkehrt? Ja, es ist nur eine Berufsbezeichnung eigentlich. Ja, es ist nur eine Berufsbezeichnung, aber kein akademischer Grad. Das heißt, bei der Professur, das kommt von Profiteri, lateinisch, ich bin gerade am Nachgucken, sich öffentlich als Lehrer zu erkennen geben. Ja? Ein Lehrkörper einer Hochschule zu sein. Und ich bin der Meinung, da wir ja immer so richtig schön viel querlesen und du ja auch sehr viel am Lesen bist, kann es nicht sein, dass dieser Titel Professor von den Profest kommt, von den Jesuiten auch. Und das ist dann. Ich weiß ja nicht, ob es das nicht schon vorher gab, aber das ja, aber sicher mit zusammenhängen, ja. Ja, und im Endeffekt wird ja auch nur das gelehrt, was zu uns durchdringen soll. Und jede andere Meinung wird ja dann eh nicht zugelassen. Ich bin deswegen der Meinung, wir sollten uns unsere eigene Meinung bilden und nicht alles wiederkäuen. Denn das, was wir machen, ist im Endeffekt immer nur wiederkäuen und auswendig lernen auf höherem Niveau. Aber man muss auch in der Lage sein, hinzugehen und dann eigenständig, selbstständig zu denken. Und das sehe ich eben, egal in welchem Fach, nirgendwo in der Schule, die wir mitgemacht haben. Wir sehen nur, dass alle möglichen Anstrengungen versucht werden, uns eben von der Bibel fernzuhalten. Ja, was spricht denn dagegen, wenn ich doch ein offener Mensch bin und angeblich möchte ja heutzutage jeder so offen sein und tolerant sein. Ja, was spricht denn dagegen, sich mal mit der Bibel zu beschäftigen? Aber komischerweise hört da die Offenheit und Toleranz bei den meisten toleranten und offenen Menschen dann wieder auf. Ja, und da beißt sich doch die Kuh in den eigenen Schwanz. Warum kann ich nicht einfach mal sagen, okay, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es so ist, aber ich gucke da mal rein oder ich lese das mal und dann diskutiere ich darüber. Aber das wollen die Leute strikt nicht. Nein, 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 die glauben an nichts. Und ich hatte gestern Abend noch eine Begegnung mit einem 15-Jährigen, der sagte mir, ich glaube an nichts. Ich sage, aha. Ich glaube daran, dass ich nichts glaube. God sent them a strong delusion. Was ja so viel heißt, wie Gott hat sie in Irre geleitet. Ja, Gott hat ihnen einen großen Irrtum gesendet. Ja. Ja, ich hab ein Video geguckt, das muss ich euch mal ganz kurz erzählen.
War so bei meinen Vorschlägen damit bei. Rares für Bares. So, ah ja, ich weiß. Ja. Das größte Ding, was sie da jemals verkauft haben. Da machen die so eine Show und verkaufen da so ein Kreuz mit 40 Karat Diamanten. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt bestimmt eine Reliquie oder sowas. Ja, ne? Ja, natürlich. Und in dieses Ding eingelegt sind 3 Holzsplitter, die angeblich vom Kreuz Jesu kommen. Also, jetzt mal die Show von Bares für Rares jetzt mal weggenommen. Ich habe dann in die Kommentare da reingeguckt. Das ist vom ZDF hochgeladen. Und da war einer, da musste ich wirklich lachen. Aber wirklich. Der schreibt tatsächlich, ich gebe das jetzt so gut aus dem Gedächtnis wieder, wie ich kann. Ich bin Atheist. Aber als ich das mit dem Kreuz Jesu gesehen habe, da liefen mir doch eben ehrfürchtige Schauer über den Rücken. Was für ein Widerspruch. Ich bin Atheist. Aber als ich das mit dem Kreuz Jesu las, da liefen mir ehrwürdige Schauer über den Rücken. Entschuldige bitte mal, in was für einer Welt leben wir denn? Ja, in derselben Welt, wie der 15-Jährige gestern zu mir gesagt hat, na, er glaubt an nichts. Dann hätte er theoretisch auch nicht glauben müssen, dass neben ihm sein Vater gestanden hat. Also ich meine, wie kann ich an nichts glauben? Ich kann nicht an nichts glauben, es gibt keine Atheisten. Ja, entweder glaube ich daran, dass die Welt zufällig entstanden ist, oder ich glaube daran, dass da Intelligenz nötig war. Aber ich kann nicht nichts glauben. Ich kann nicht nichts denken. Ja? Denn ich habe ja dafür ein Gehirn, um denken zu können. Also kann ich nichts glauben. Ich kann auch nicht glauben, weil ich einfach in der Lage bin, Dinge zu glauben und mein Gehirn zu benutzen und mein Herz zu benutzen. Und im Endeffekt ist es doch einfach völlig sinnlos, mit einem Atheisten über Glauben zu reden. Denn wenn der Atheist sagt, ich glaube an nichts, dann meint er immer an Gott. Aber er glaubt ja an die materielle Welt. Also glaubt ja doch an etwas. Er glaubt ja an alles, was er anfassen, riechen, fühlen, schmecken kann. Er glaubt ja, dass Pommes lecker sind. Er glaubt ja, dass, keine Ahnung, ein bestimmter Fußballverein ganz, ganz toll ist. Er glaubt ja, dass blonde Frauen dumm sind. Oder er glaubt ja daran, dass, weiß ich nicht, der Euro morgen die Sonne aufgeht. Ja. Ja, aber die Leute glauben ja trotzdem an irgendetwas. Es gibt niemanden, der nichts glaubt. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn irgendeinen Grundsatz muss ja jeder haben, morgens aufzustehen. Also glaubt er ja zumindest daran, dass er arbeiten gehen muss, um dann Geld zu erwirtschaften. Also wie kann ich nichts glauben? Wenn ich nichts glaube, dann muss ich liegen bleiben, dann bin ich zu nichts fähig. Ich muss ja irgendetwas glauben, sonst, wenn mein Leben keinen Sinn hat, wenn ich dem Leben keinen Sinn gebe, wenn mein Leben wirklich keinen Sinn hat, dann stehe ich ja morgens gar nicht erst auf. Naja, ach, Menschen, deren Leben keinen Sinn hat, gibt es ja nun wirklich genug, Michael. Das wissen wir nicht. Die sind ja nur zu faul, nach dem Sinn zu suchen. Und der Sinn des Lebens steht in der Bibel. Da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den du vorhin angesprochen hast, den ich ja, glaube ich, bis zur leidigen Wiederholung schon so oft gebracht hatte. Wie du eben meintest, die Bibel ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Da sind alle Fragen, die wir haben, drin beantwortet. In der Bibel steht, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wo wir hingehen. Und das Problem ist, dass viele Leute eben diese Antwort in der Welt suchen. Und dann gehen sie zu Psychologen und zu Professoren und zu Doktoren und zu Schamanen und selbstbetrügerischen Studien wie Yoga und was weiß ich nicht alles, um das alles rauszufinden, anstatt das einzige Buch in dieser Welt festzuhalten, wo es tatsächlich wirklich drinsteht. Ne? Ja, ich hab immer den Vergleich angebracht, als ich mit Daryl Eberhardt gesprochen hatte, über was ist die Bibel, nach dem Motto von, stell dir mal vor, du bist einer von diesen Leuten, die aus Platos Höhle kommen, ne? Also dieses Gleichnis von Platos Höhle, wo die Leute ja nur die ganze Zeit diese Schattenspiele an der Wand sehen und das für Realität halten. Ja, stell dir mal vor, du wirst aus dieser Höhle rausgezerrt, in das Licht, wird auf den Platz gebracht und da steht ein Phantom 4 Kampfjet und wirst du da reingesetzt und sagst, mach mal, so, du kommst aus dieser Höhle, hast keine Ahnung von irgendwas und musst dieses Ding dann auf einmal gern fliegen. Ich glaube, du wärst froh, wenn du eine Bedienungsanleitung, eine Handleitung dafür hättest. Also eine, wie nennt man das im Deutschen, Gebrauchsanweisung. Und genau das ist die Bibel. Die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung für unser Leben. Wenn ich so einen Fighterjet nicht fliegen könnte oder was, wie kann ich dann mein Leben leben, was so viel kostbarer ist als jeder Jet oder was auch immer? Ja.
Und ich muss dann doch auch die Gebrauchsanweisung fürs Leben festnehmen. Ja, das wird uns madig gemacht von Anfang an. Ne? Ja, aber die Leute sind einfach indoktriniert. Das siehst du daran, dass da steht auf dem Koppel der Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg, steht drauf, Gott mit uns. Ja, steht aber nicht drauf, welcher Gott. Ja, eben. Aber wäre es jetzt Jesus Christus, der hat was ganz anderes gesagt, ne? Aber der hat gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ne? Wäre es von dieser Welt, meine Leute würden kommen und für mich kämpfen, aber nun ist mein Königreich nicht von hier. Also kann ja gar nicht der Schöpfergott gemeint sein. Und das Gleiche gilt dann auch für das Video der jugoslawischen Konzentrationslager, was du da heute hochgeladen hast, ne? Jasinovic da. Ah ja, auf dem Zweitkanal. Ja. Genau. Aber der Punkt ist doch, hier in der Bibel haben wir in jedem Satz eine ganze Menge Informationen zum Nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch ein Buch, die Bibel, was zum Nachdenken anregt. Und ja, zum aber Kombinieren wir haben, eben, anregt, auch, wir haben ne? eben auch viel Informationen, die Bibel uns nicht gibt. Und das ist ja im Grunde der Punkt, mit dem ich vorhin angefangen hatte, Michael. Dass ich gesagt hatte, die Bibel gibt uns Informationen über viele Dinge, aber sie sagt auch viele Dinge nicht. Die Bibel sagt uns nicht, ob wir auf einer, ich sage es jetzt nochmal ganz platt eben, ob wir auf einer flachen oder auf einer runden Erde leben. Die Bibel sagt uns nicht, wie weit die Sonne und der Mond von der Erde entfernt sind. Die Sonne, die Bibel sagt uns nicht, die Bibel sagt an einer bestimmten Stelle, dass die Erde auf Pfeilern ruht. Und im Wasser ruht und auf einer Asche und an einer anderen Stelle stehen wieder andere Dinge. Also es sind viele Dinge, die aus der Bibel nicht deutlich werden. Und das Problem ist, dass die Leute dann anstatt der Bibel zu vertrauen und sagen, wenn Gott nicht sagt, das und das ist explizit so, dann lassen sie ihre Gehirnzellen arbeiten. Und dann machen sie sich selber Vorstellungen von solchen Dingen. Und weißt du, wie die Jesuiten diese Vorstellungen ganz treffend nennen? Spirituelle Übungen. Das ist nämlich nichts anderes als das. Und in der Bibel wird ganz deutlich gesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Buch, Kapitel und Vers, aber vain imaginations, ja, wie sagt man das jetzt im Deutschen? Kannst du ja mal rausgucken, wo das drin steht. Vain imaginations, Bibel, steht ja da drin. Ich meine, kann man ja mal raussuchen. Das ist genau das, was der Mensch dann tut. Und ich sage eben, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, Bibelstudien machen wir heute auch nicht viel, ne? Das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, dass wenn man etwas nicht weiß, dann muss man es in der Bibel suchen. Und wenn die Bibel es nicht sagt, dann sagt sie es nicht, weil Gott hat einen Grund, bestimmte Dinge nicht zu sagen. Und diese Dinge werden uns offenbart werden, wenn wir später mit ihm zusammen sind, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist, wie er uns verspricht. Dann wird alles ans Offene gebracht, genau wie Jesus Christus gesagt hat. Alles, was im Verborgenen passiert, wird ans Licht gebracht. Es wird nichts verborgen bleiben. All diese Geheimnisse oder diese Dinge, die wir nicht verstehen, die wir vielleicht auch gar nicht mit unserem kleinen Gehirn verstehen können, werden uns dann erklärt. Und bis dahin sollen wir dann eben einfach Vertrauen haben. Wir sollen Glauben haben. Ja, aber das ist genau der Punkt. Wir kommen wahrscheinlich mit der Bibelstudie über diese ganze Erdegeschichte gar nicht hinweg, ohne dass wir halt da irgendwie von allen möglichen Leuten gefragt werden. Nun ist die Kommentarfunktion ja unten drunter nicht vorhanden. Aber ja, was ein Glück. Ich habe vor einigen Monaten mal mit jemandem geredet, sagen wir aus unserem Kreis, den ihr auch alle kennt, und ich nenne jetzt absichtlich keine Namen. Ja, ich weiß. Meinte mir jetzt, du weißt, der meinte jetzt auch, also er hat also ganz klare Beweise, dass es dann so sein muss und nicht anders. Und gut, ich sag mal einfach so, ich kann die lustige Antwort geben und ich kann auch die ernste Antwort geben. Die lustige Antwort ist, wir können auf keiner flachen Erde leben, denn ich war schon mal auf einem Berg. Und die profundere Antwort ist diejenige, zweites Gebot, du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden ist. Punkt. Oder von heißt, dem, was unter dem Wasser, von dem Wasser unter der Erde ist. Ja, ich habe das extra weggelassen, klar. Ne? Aber ich wollte jetzt mal explizit auf den Punkt kommen. Du sollst ja kein Bild, wenn ich ganz verkürze, heißt, du sollst ja kein Bildnis machen von dem, was unten auf Erden ist. Punkt. Richtig. Aus. Ja, vollkommen richtig. Kann ich, stimme ich 100% zu, Michael. Dann würde ich mal gern was dazu sagen in meinen Worten.
Aber bitte schön. Vielleicht das, ergänzt das nochmal so ein bisschen auch. Wer bist du eigentlich, dass du auch? Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich bin hier plötzlich in so einen komischen Chatraum irgendwie reingesappt worden und dachte auch so, was ist das denn hier? Aber jetzt muss ich auch mal was loswerden. Nee, also ich fand den jetzt so, den letzten Punkt, den ihr jetzt so angeschnitten hattet, den würde ich vielleicht ein bisschen vereinfachen mit meinen Worten. Da wir Menschen ja in sündigem Fleisch geboren sind, zwar mit der Gabe zu wissen, was gut und was falsch ist, aber eben nicht, ich sag mal, uns fehlt sozusagen, wir sind nicht kalibriert darauf, was gut und was falsch ist. Und nur die Bibel, nur das Wort Gottes kann uns dahingehend Aufschluss geben, was gut und was falsch ist. Dass wir dann unterscheiden können auch darunter, ich denke, das ist dann auch irgendwie, ja, geht damit einher. Aber wir kommen nicht auf die Welt und können wissen schon, was gut und was falsch ist. Nur wir sind, sage ich mal, mit der Gabe ausgestattet, dass wir dazwischen unterscheiden können. Und wenn ich die Bibel nicht habe, das Wort Gottes, dann wird zwangsläufig immer der Teufel geneigt sein, mir seine Lehren und Doktrinen und Ideologien aufzuzwängen. Also sprich, ich werde dann in der Regel, ja, wenn ich mich denn dem hingebe, dann in der Regel nicht wissen, was gut und was falsch ist. Und ich denke auch, der Punkt ist auch eben, wenn ihr auch sagt, eben, wenn Gott in der Bibel nicht erwähnt, dass wir uns mit irgendetwas auseinandersetzen sollen, dann ist es auch ganz klar, dass es dann nicht gut ist. Wenn du oder das dass es nicht zur Erbauung beiträgt, lass uns mal so ja, sagen. Ja, oder so, ne? Genau. Ich meine, der Punkt, den du gebracht hast, ist natürlich kommt hier vielleicht nicht ganz deutlich raus, aber deswegen will ich das einmal eben rausstellen. Was Victor im Grunde meint ist, das war nämlich eben Victor, was er nämlich meint ist, dass Gott ist die höchste Autorität für die Moral auf dieser Welt, für uns Menschen, oder sollte es sein. Und da fällt mir doch dieser wunderbare Satz ein, dass Michael Gorbatschow, als er mit seiner Frau Raisa im Vatikan war und seine Frau Raisa an den Papst vorgestellt hat, Johannes Paul II. Zu der Zeit, dass er sagte, hier Raisa trifft die höchste moralische Autorität dieser Erde. Und das ist eben das Problem. Wenn wir unterscheiden müssen zwischen Gut und Böse, was ist der Maßstab? Und Victor hat ganz richtig gesagt, der einzige Maßstab, der zählt, ist auch der Maßstab, den damals Martin Luther ganz deutlich angeholt hat. Die Bibel und die Bibel alleine. Wenn ich nicht durch die Bibel oder durch die reine Vernunft, sage ich jetzt mal so, auch wenn das jetzt nicht richtig zitiert ist, weil reine Vernunft, das ist dann wieder Arthur Schopenhauer, da kommen wir wieder auf eine ganz andere Sache zu sprechen. Aber wenn ich nicht durch die Bibel oder die reine Vernunft bewiesen werden kann, dass ich falsch bin, dann kann ich nichts zurückziehen, weil dann ist meine Autorität in der Leere. Meine Autorität ist aber die Schrift, das Wort Gottes. Bei ihm ist die letzte Autorität und er ist derjenige, der bestimmt, ob etwas richtig oder etwas falsch ist. Und wenn ich das lehre, was er sagt, dann lehre ich das, weil es wahr ist. Es sei denn, jemand kann mir beweisen, dass ich etwas von ihm lehre, das nicht wahr ist. So, und das konnten die ganzen kirchlichen Würdenträger damals 1520 in Worms Martin Luther nicht beweisen. Und das können sie mir und Viktor und Stefan und Stefan sage ich schon, Michael und anderen Leuten heute auch nicht beweisen, weil die Bibel ist wahr. Und deswegen geht der Teufel auch immer weglaufen, wenn er mit ihr konfrontiert wird, weil da hat er kein Argument gegen. Da kann er nicht gegen an. Die Bibel ist unser Maßstab für Wahrheit und Unwahrheit. Und wenn wir dann schon die Gabe bekommen haben, von Gut und Böse zu kennen, dann können wir Gut und Böse nur voneinander unterscheiden auf Basis dessen, was Gott uns lehrt und nicht, was der Mensch uns lehrt. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Victor. Du wolltest was sagen. Nee, eben, also da stimme ich dir auch zu. Nur der alles geschaffen hat, der kann wissen, was gut und was böse ist. Richtig. Und dann noch der Punkt, den du vorhin sagtest mit Vain Imagination, das ist im Römer im ersten Kapitel, Vers 21. Ich wusste es doch, es war Römer wieder. Ja, ich liebe das Buch der Römer. Ich komm so oft auf das erste Kapitel, dass ich teilweise sage, nee, das kann doch nicht schon wieder da drin stehen. Doch, aber es ist
21, ne? Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, das ist Vain Imaginations in der König James Bibel, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Genau. Danke, dass du das rausgesucht hast, Viktor. Ja. Wunderschöne Stelle. Römer Kapitel 1, ein wunderbares Kapitel. Ich liebe das Buch der Römer. Tja. Ja, soll ich noch ein wenig weiterlesen? Wir haben ja noch ein paar Minuten, bevor Michael weg muss, ne? Ja, ich wollte noch dazu kurz sagen, es ist ja so, als kleine Kinder orientieren die sich ja auch an den ersten Lehrern, die ja die Eltern sind. Das heißt, da kriegen sie erstmal beigebracht, wie sie sich zu verhalten haben, wie es in dieser Welt funktioniert und so weiter und so fort. Und danach übernimmt dann die Schule. Im Endeffekt ist es das genau wie mit der Diskussion über die flache Erde, runde Erde und wie auch immer die Erde ist. Es ist alles nur dafür da, um uns Zeit zu klauen, um uns Zeit zu stehlen und um es halt nicht, damit wir uns halt nicht mit der Wahrheit beschäftigen. Das ist doch der ganze Hintergrund dieser ganzen Diskussion, ob es jetzt CO2 ist oder flache Erde ist oder was weiß ich. Im Endeffekt ist es alles Zeitverschwendung auf höherem Niveau. Die einen kriegen dieses, die anderen kriegen jenes. Und im Endeffekt, keiner weiß nichts, aber alle reden mit. Und deswegen halte mich jetzt erstmal an die Bibel, denn die hat sich als wahr erwiesen über Tausende von Jahren. Und welches andere Buch kann das von sich behaupten? Deswegen freue ich mich aufs Weiterlesen. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Warte mal eben, welches Bild brauche ich denn hier? Bibelstudie. Also, im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, warum ist das hier nicht farblich? So, 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Nun sehen wir hier bei alles Vieh eine Fußnote stehen, wenn wir eben draufklicken, da heißt es hier, das Wort bezeichnet oft die Tiere, die der Mensch als Haustiere halten kann. Also waren damals schon vor der Flut anscheinend bestimmte Tiersorten domestiziert, lassen wir mal sagen. Und deswegen wird hier ein Unterschied gemacht zwischen Wildtieren und alles Vieh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das unbedingt mit den domestizierten Tieren hier annehmen möchte. Man kann natürlich auch sagen, Wildtiere sind die Tiere, die im Wild leben, und alles Vieh sind die Tiere, die der Mensch hält, wie zum Beispiel Abel, der ja bereits ein Schafhüter war. Da würde ich dem seine Schafe als Vieh ziehen, aber deswegen ist das ja nicht unbedingt domestiziert sein, also wie hier zum Beispiel als Haustiere halten kann. Ich halte mir deswegen ja Schafe nicht als Haustiere, sondern ich arbeite ja mit diesen Schafherden. Also das ist ein Punkt, wo man sagen muss, ich würde auch nicht jede Fußnote in der Bibel als Wahrheit mit einem Löffel eingegeben gleich runterschlucken. Das ist ja sowieso die Gefahr, deswegen gehe ich normalerweise auf diese Fußnoten auch nicht ein, aber mir fiel es gerade in meiner gedruckten Version auf. Ich mag Fußnoten in der Bibel nicht, weil die sind vom Menschen gemacht. Ich möchte, dass wir selber verstehen, was wir hier lesen, und dass der Heilige Geist uns das Verständnis eingibt und uns sagt, wie die Dinge sind. Wildtiere sind die Tiere, mit denen ich nicht zusammenlebe, und Vieh sind vielleicht die Tiere, die ich mir zu Nutzen mache, aber deswegen habe ich unbedingt meine Haustiere in dem Sinne. Also, der Satz nochmal, sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Bang, da ging die Tür dicht. Und fertig. Nix mit Toleranz. Nee. Schluss, aus, vorbei. Wenn du nicht drin bist, dann hast du Pech gehabt. Und warum bist du nicht drin? Weil Gott dich nicht für wert befunden hat. Warum hat er dich nicht für wert befunden? Weil du nicht
dich von dir selber abgekehrt hast, zu ihm bekehrt hast, weil du Gott nicht bekannt hast und weil du lieber dich selber oder dir selber frönst, anstatt Gott zu frönen. So war es mit den Menschen damals und deswegen musste die ganze Erde vernichtet werden in einer Flut. Ja, ich mache das jetzt so eben als kleinen Abschluss für heute, weil wir sind zu einer Zeit angelangt, wo Michael gesagt hat, dass er heute leider noch andere Verpflichtungen hat und deswegen unsere Bibelstudie heute ein wenig kürzer war, weil er sowieso war, weil wir haben ja gerade mal 5 Verse gelesen, aber das spielt auch keine Rolle. Es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität der Studie und ich belasse es dann hierbei und möchte natürlich abschließend noch gerne das Wort an meine beiden Mitbrüder Michael und Viktor geben, dass wir uns dann zum nächsten Mal zur 15. Lesung hoffentlich wieder einfinden und dann im 7. Kapitel Genesis über die Flut und dergleichen weiterlesen können. Bitte, Brüder. Ja, da mein M aufleuchtet, bin ich wohl dran. Jo. Ich habe jetzt allerdings... Ohne Tröte sogar. Ja, die ist jetzt heute nicht, nicht da. Im Endeffekt haben wir jetzt hier heute nicht so viel Text gelesen, aber ich denke, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt, den ich so öffentlich auch noch nicht gemacht habe. Und jetzt kann sich jetzt jeder draus ziehen, was er möchte und selber mal drüber legen. Ja, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Bibel lesen. Und ich kann nichts mehr sagen, außer dass die Bibel mich immer wieder fasziniert. Als Kind schon, als Jugendlicher dann nicht ganz so viel. Aber ich habe sie halt immer gerne mal hervorgezaubert, weil, also nein, ist ja falsch, Blödsinn. Ich habe sie gerne mal hervorgehoben, weil ich sie halt einfach sehr beruhigend fand beim Lesen. Denn da steht halt so viel Weisheit drin und es hat mich immer wieder beruhigt und ich hoffe, dass dieses Gefühl dann auch auf andere, die die Bibel mal einfach auch so nehmen, ohne eine Studie und einfach mal sich eine Geschichte daraus durchlesen, dass sie das denselben Eindruck dann haben und dieselbe Auswirkung drauf spüren. Das würde ich mir sehr wünschen. Also in den Momenten, wenn ich immer traurig bin oder wenn jetzt irgendetwas ist, dann nehme ich gerne mal die Bibel zur Hand und schaue mir da mal eine Passage an, die mir gerade in den Kopf einfällt. Und heutzutage ist es so leicht mit Internet, also kann ich nur an euch appellieren, nutzt die Gelegenheit, solange das Internet noch einigermaßen frei und ohne Restriktionen ist. Guckt euch die Online-Bibeln an, ladet möglichst viele Variationen runter. Schaut euch die Sachen an. Und dann gebe ich weiter zum Viktor. Ja, vielen Dank. Ich habe mir jetzt noch eine Sache notiert. Das war jetzt zu Beginn. Da habt ihr noch mal doch ein wenig vertieft, hat Michael zu Beginn ein bisschen vertieft, auch über diese Zahlen, Sprache, sage ich jetzt mal, gesprochen. Und ja, ich... Jetzt am Ende ist mir auch ja klar, ich denke mal irgendwo, um mich als Mensch zu orientieren, ist halt die Bibel das A und O. Und dahingehend denke ich auch eben diese Zahlen auch so einen gewissen Wiedererkennungswert mir dann auch geben. Vielleicht auch damals den Menschen, die vielleicht so diese King James Bibel auch erstellt haben, auch um eben zu sehen, so eine Art, ja, man nennt heute das so Corporate Identity, also dass man durchweg einen, ja, roten Faden wiedererkennt, sage ich, dann nenne ich das jetzt mal. Und vielleicht hat dahingehend ja auch so ein bisschen diese Zahlensprache auch, die uns Gott offenbart, da auch immer, dass wir erkennen, dass es eben von ihm, von der höchsten moralischen Autorität selbst dann auch so ordiniert ist. Ja, ich habe jetzt nichts weiter. Ja, weit sind wir heute mal wieder nicht gekommen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann nächstes Mal auch wieder zusammenkommen, hoffentlich, und weiterlesen in der Bibel, damit wir wissen, was gut und was böse ist. Also, bis dahin, meine Brüder, ja, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, und tschüss, wie gesagt, nicht weit gekommen, nur ein paar Verse gelesen, aber ich denke, dass selbst wenn wir nur diese 4 oder 5 Verse gelesen haben, dass wir es drumherum besprochen haben, ja nun mal eben nur in einer Bibelstudie vorkommt. Ich meine, wir setzen uns hier am Computer, ja, wir treffen uns über Skype, wir setzen uns ja hier zusammen
um in der Bibel zu lesen, aber um eben auch unsere Gedanken auszutauschen, die uns in dem Augenblick, wenn wir diese Bibel lesen, eingegeben werden. Und wenn uns das heute in die Richtung geleitet hat, in die es uns geleitet hat und wir die Dinge besprochen haben, die wir besprochen haben, dann finde ich persönlich, dann war das der Heilige Geist, der uns dahin geleitet hat. Und der wird uns dann auch sicher die Möglichkeit geben, dass wir nächste Woche wieder zusammenkommen und dann Kapitel 7 in Genesis weiterlesen. Und dann werden wir sehen, wie weit wir da kommen und wo wir mit dieser Bibelstudie enden. Für heute auf jeden Fall danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Lest in der Zwischenzeit eure eigene Bibel, wie gerade eben gesagt wurde. Ladet sie euch im Internet runter oder wie hier zum Beispiel, geht ganz einfach auf die Seite Schlachterbibel 2000 und da könnt ihr das online gratis lesen. Kostet nichts, außer Zeit. Und Zeit ist so kostbar, dass Gott gesagt hat, wenn sie schon so kostbar ist, dann beschäftige dich in der Zwischenzeit mit mir. Also, lest eure Bibel. Maranatha. He was wounded for our transgressions.